Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. Guten Tag. Ich habe gerade gesehen, Offenbarung, ich muss zum verschütteten Tempel auf Massala 3. Dort werde ich auf den Hunter und seine Verbündeten treffen. Es geht um das letzte Artefakt. Oh. Ich bin ehrlich, ich bin noch nicht bereit. Wir haben hier noch, ich meine, wir haben ein bisschen was haben wir noch, ne? Wenn ich Aktivitäten nochmal aufmache, 2, 3 Sachen haben wir noch, aber ich glaube, wir sind bald im Endspurt. Habe ich das Gefühl. So, sofort fällig, erstatte Landry-Bericht. Machen wir das mal. Ich würde ein bisschen auch auf den Endspurt eingehen. Und jetzt quasi offene Enden abschließen. Hallo? Da. Offene Enden abschließen und dann, ich weiß nicht genau, was wir noch alles machen. Ich würde gerne die Pilotenklasse auch noch machen. Wenn ich ehrlich bin, aber ich weiß jetzt nicht, ob das... Und sollten wir? Und keine Ahnung. Und Außenposten haben wir jetzt auch nur zum Leveln gebraucht. Damit ich nicht unnötig rumgrinden musste überall. Das ist schon, ja, hat mich jetzt ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ging die Mainquest ging jetzt aber nicht lang, ne? Das war jetzt nur quasi am Ende einfach die ganzen Artefakte zusammensuchen. Und das ist ja nur relativ easy. Irgendwo hin. Ach nee, warte. Mal hier, Entschuldigung. Klar. Legen wir los. Ach, du bist das. Ich hab nur die Würmer hier erschossen. Vorsicht, das wird eine Schweinerei. Das stimmt allerdings, mein Lieber. Ja, dann haben wir auch noch nicht geheiratet, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das geht. Ah, sieht schon cool. Sieht schon cool aus von hier. Sag mal, Barry, wie findest du meinen neuen Anzug? Eigentlich. Ich weiß selber noch nicht, wie ich den finde. Achso, ich bin im Kampfmodus. Wir hatten noch einen von der Constellation bekommen, ne? Anzüge. Constellation hochwertig. Ja, ist auch cool. Also 142 physikalische. Oh, das ist nice. Ist auch cool. Kann man theoretisch auch machen. Aber ich finde den hier besser. Tja, dann lass uns mal reisen. Ich wollte gerade sagen, ein letztes Mal, aber wir werden noch ein paar Mal hin und her düsen müssen. Also wir haben noch ein paar Ladebildschirme und Menüs vor uns. Okay, wir müssen erstmal nach Sagan wieder zurück. Zwischenroute. So. Hey, willst du das haben? Nein. Hey, wenn du mal Zeit hast, plaudern wir. Wo bist du? Solltest du nicht hier an der Navigationskonsole? Wo ist er denn? Wieso? Ich dachte, wir wollten plaudern. Was soll das denn jetzt? Ja, bleib halt in der hintersten Ecke des Schiffes stehen. Junge, was ist denn mit dir? In letzter Zeit denke ich viel an meine Anfänge bei der Constellation. Mhm. Aus reiner Nostalgie habe ich ein paar alte Sachen wieder hervorgekramt. Mhm. Dabei habe ich mir auch Irvins letzte Nachrichten an mich angehört. Wollte nur seiner Stimme lauschen. Ja, das ist, kanntest du die Nachrichten bereits? Ein paar vielleicht. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Es war keine leichte Zeit. Verstehe. Hoffentlich war das ein Trost für dich. Es war unwirklich. Die meisten drehen sich um Alltägliches. Aufregende Neuigkeiten zur Biodiversität und zum Pflanzenleben. Mhm. Aber eines fiel mir auf. In einer Nachricht erwähnt er diesen Job, den er kurz vor seinem Tod in einer Mine annahm. Mhm. Er meinte, dort ginge etwas Schreckliches vor sich. Der Rest der Nachricht war zerhackt. Gut, so viel dazu, dass wir langsam dem Ende entgegenfiebern. Okay, okay. Macht dir wirklich was zu schaffen, was vor 20 Jahren aktuell war? Irgendwie schon. Kommt darauf an, oder? Vielleicht ist es heute ja immer noch aktuell. In einer Mine, vor 20 Jahren. Ja, okay.
Komm doch endlich mal zum... Ja, interstellare Kommunikation ist aber nicht immer zuverlässig, das weißt du, ne? Aber die hier war es schon. Ich kenne das Muster noch aus dem Krieg. Mhm. Ein Teil der Nachricht war verschlüsselt. Jedenfalls hat Vasco es entschlüsselt. Nach 20 Jahren. Und es stellte sich heraus, dass Irwin einen Hilferuf an mich gesendet hat. Oh. Die Nachricht war nur kurz, aber er klang gequält. Und aufgebracht. Oh. Was hat er gesagt? Dass sie sein Leben zerstören, wenn er den Planeten nicht sofort verlässt. Mhm. Dann bat er mich, ihn in einem Fall gegen ihn zu entlasten. Er klang extrem aufgebracht. Vielleicht musste er Meisterschlösser knacken. War er denn verletzt? Nein, nur frustriert und wütend. Ja, Meisterschlösser. Er meinte, sie würden seinen Namen beschmutzen. Okay, dann... Das war ab in die Zeitmaschine. Das war bestimmt nicht leicht für dich, Barrett. Ja, es war schlimm, ihn so gequält zu hören. Wäre mir seine Nachricht doch nur früher aufgefallen. Irwin wurde also irgendwas in die Schuhe geschoben. Mhm. Er meinte, sie würden es wieder tun. Er bat die Constellation um Hilfe. Aber? Okay, warte mal, wer sind denn Sie? Seine alten Arbeitgeber. Kurz vor seinem Tod. Das war wohl eine Mining-Firma. Aha. Und was genau wurde ihm in die Schuhe geschoben? Weiß nicht, aber er erwähnte einen Gerichtsfall. Also ist es dokumentiert. Hm. Und die Nachricht ist ja vorher nie aufgefallen. Nein, ich hielt sie einfach für zerhackt. War zu unaufmerksam. Keine Ahnung. Okay, aber die Aufnahme, du weißt, dass die 20 Jahre alt ist, ne? Richtig, aber mir lässt das keine Ruhe. Und Unrecht vergeht nicht. Oder? Also dachte ich, ich könnte von hier aus der Ferne ermitteln. Vielleicht finde ich etwas heraus. Mhm. Die Sache muss doch dokumentiert sein. Ich habe da jemand Vertrauenswürdigen, der sich mit dem Gesetz auskennt und mir was schuldet. Ich muss im Voraus zahlen. Für anfallende Gebühren oder Schmiergelder. Mhm. Okay, was genau wird dein Kontakt denn für uns tun? Er beherrscht den Umgang mit archivierten und vertraulichen Dokumenten. Und in solchen wird er auf Gagarin nach Irwin suchen. Sind die Dokumente geschützt, kann uns der Zugang was kosten. Vielleicht braucht's auch etwas Schmiere. Na gut, dann sollte das hier wohl reichen. Das passt. Ich sag meinem Kontakt, dass die Ermittlung weitergeht. Weißt du, auch wenn er schon tot ist, hat der Klang seiner Stimme meinen Beschützerinstinkt geweckt. Ergibt das Sinn? Klar. Hä, natürlich. Glaubst du etwa, dass du ihm damit hilfst? Nein, tut es nicht. Wenn Irwin so aufgebracht war, muss es immer noch wichtig sein, ja. Ich bin dir wirklich dankbar. Heute werde ich kaum Schlaf finden. Aber vielleicht reicht schon mein Entschluss, ihm zu helfen. Hoffentlich erregt das Herumstochern nicht die Aufmerksamkeit von Hephaestus. Das ist die Firma? Wie dem auch sei. Ich gebe Bescheid, wenn mein Kontakt sich meldet. Okay. Ich dachte, wir müssen gleich los. Ich weiß, schlechter Zeitpunkt, aber... Sag mal. Ich muss nachher mit dir reden. Schon wieder? Hey, Captain. Kann ich dir helfen? Yep. Woher weißt du das? Okay, der bringt uns mal was zu essen. Okay. Das ist jetzt nicht das Schlimmste, was ich hier erlebt habe. Wenn Leute mir Essen bringen, bin ich eigentlich zufrieden. Warte. Da gibt es wirklich Schlimmeres. Ist schön, unterwegs zu sein. Mhm. Der Loge wird's manchmal. Mhm, erzähl bitte weiter. So, jetzt aber. Dann wollen wir doch mal. So, Sagan sind wir schon. Das ist ja Sagan-haft. Dann wollen wir mal nach Alva Zendori. Und da müssen wir zu Galebank, ne? So, wups. Und dann einmal hier. Geschäftsdistrikt. Einmal kurz Bericht erstatten und ich glaube, wir müssen weitere Gelder eintreiben. Aber das ist okay inzwischen, glaube ich. Das sollten wir inzwischen ganz gut hinkriegen. Die Menschen, die Erde verließen, hatten sie sicher Angst, nie wieder einen vergleichbaren Planeten zu finden. Echt? Erzähl mir mehr. Was sie bei der Ankunft auf Jamison wohl dachten. Sie haben gedacht, sie müssen zur Galebank und Sachen abgeben. Entschuldigung. Ich bin ein zynischer Bastard.
So, quietsch. So. Gemeinsam können wir echt was bewirken. Landry, alter Freund. Verbuche ein weiteres Piratenableben. Mhm. Wir machen das All sicherer. Erfüllen unsere bürgerlichen Pflichten. So ist es. Das ist toll, oder? Ja, geht so. Und das war's? Keine Folgeaufgabe? Cool. Die Galbank will den UC unbedingt zeigen, wer das Geld hat. Ja, die Galbank hat's. Okay, ich bin neugierig. Ich speichere mal gerade. Wir werden wahrscheinlich gleich angegriffen, ne? Wie viel Geld kann man denn hier so holen? Nur mal neugierigerweise. Garrett ist sauer. Garrett haut ab. Okay. Garrett ist wütend. Ja. Noch jemand? Zeugen. Oh, der ist eingeschlafen. Ah, der ist sehr, sehr müde gewesen. Okay. Zieht der auf mich? Okay. Gut. Dann, wollen wir mal vergessen, dass das jemals passiert ist, ja? Ich wollte nur mal austesten, was passiert, wenn wir uns da bei der Galbank die Gelder mitnehmen. Was macht er denn? Der trittelt ein bisschen. Er ist ein Kätzchen. Er ist ein Catboy. Nicht auf mich schießen, wir sind doch Partner. Ach, der fährt Motorrad. Na, Kumpel? Wie geht's? Schlaf doch mal eine Runde. Na, Bind. Der Kollegen, dem ist schlecht. Bei der Galbank ist dein Geld immer sicher. Immer. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Ich habe leichte Zweifel daran, komischerweise. So. Dann wollen wir mal. Galbank Quest haben wir abgegeben. Das hier wollte ich ja nochmal probieren. So. Barrett hat es jetzt nicht gehasst. Sehr gut. Und für die Krone lohnt es sich auch gar nicht. Wenn wir mal ehrlich sind. Ach, die beiden waren das hier, ne? Okay, nee, warte mal, erstmal müssen wir jetzt gucken, die Bank sprengen. Bier her, müssen wir auch zu Ende bringen. Dann machen wir das mal direkt. Bier her, oh ja, ich fall um. So, warte, einmal hier rüber. Dann gehen wir jetzt unser ganzes Questlog-Verzeichnis einmal durch, was man hier, ach ja, die Sternen werft. So, und dann einmal nach Aquila Fauna Forschungsposten. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen, oder? Das leere Nest ist erkundet. Die sind alle schon död. Ja, dann gehen wir gerade mal durch unseren Backlog und dann versuchen wir generell unser Log irgendwie auf Minimum zu kriegen, dass wir möglichst alles, naja, abgehakt haben im Grunde genommen. Bevor wir dann die Offenbarung abschließen, was auch immer dann passieren wird. Aber ich würde gerne meine weltlichen Dinge hier in Ordnung bringen quasi. Ich habe so meine Vermutung, was passieren wird. So. Ich vermute mal, wenn wir in die Allheit gehen quasi, wenn wir alles haben, dann werden wir ja auch zu einem Sternblut. Und wahrscheinlich werden wir aber nicht mehr hier landen. Ich weiß es noch nicht genau. Wir müssten eigentlich auf ein anderes Ich treffen, theoretisch. Wir müssen klüger sein. Cleverer mit den Ashtar umgehen. Ja, dann mach das doch einfach. So. Oh, tut mir leid. Wir fahren irgendwann.
wenn ich mal Zeit habe. Was? Neon? Die gehören ja kaum zum Freestar-Kollektiv. Mit wem redet die? Hometown ist nicht viel anders als Aquila. Ach hier. Fleißige Leute. Jeder ackert und schuftet. Hey Kate. Aber... Beschäftigt. Neon... Beschäftigt? Wieso kann ich denn nicht mit dir reden? Aber die sitzt da nur. Es kommen viele Promis nach Aquila. Man weiß nie, wen man in der Kneipe so alles trifft. Aquila ist wirklich das Herz des Freestyle. Wieso gucken denn alle zu ihr? Ich habe vor ein, zwei Jahren mal was mit Ron Hope getrunken. Der verträgt was. Das Stone Root Inn gehört in Aquila City zum Inventar. Wenn du da nicht mindestens einmal einkehrst, verpasst du etwas. Oh, okay. Hey, schön, dich zu sehen. Ich kann mit der Quest jetzt nichts machen, weil sie gerade... Ja, mach ich auch. Ich kann die Quest gerade nicht weitermachen. Kann ich kurz schlafen? Schlafen in Besitz. Ist das illegal, wenn ich mich da reinlege? Ich meine, wenn es keiner merkt. Ich schlafe mal für ein Stündchen oder so. Du kannst in einem fremden Bett schlafen. Ich zeig dir mal, wie ich das kann. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Okay, wir wollten uns auch das Penthouse mieten in Neon City, ne? Das wollen wir auch noch machen. Das System ist lebendig. Es verändert sich. Im Moment klappt unser Umgang mit den Ashtar. Wir müssen vorbereitet sein. Okay, Stuhl hinsetzen. Ich setze mich mal irgendwie für eine Weile hin. Und warte. Es ist 8.42 Uhr lokale Zeit. Okay, und wenn ich jetzt 4 Stunden warte? Das ist 8.42 Uhr vormittags? So. Probier ich nochmal. Durch meine Arbeit kann man Aquila vielleicht einmal... Ja, cool. Cool. Steh ruhig weiter da vor der Kneipe und erzähl's allen. Du musst mal Filburns Bier probieren. Wird hier gebraut und ist gar nicht übel. Ja. Hey. Okay, hallo. Phil Hill? Hey, Phil Hill. Oh, hallo. Wie kann ich dir helfen? Oh, was? Ach, er ist das. Oh Gott, ja, hier ist er jetzt. Was ist mit dir? Warum arbeitest du für die LISS? Oh, tja. Das kennen wir schon. Nichts als Sterne im Kopf hat man. Aber ich will Teil des Ganzen. Ja. Irgendwie wie bei dir. Ich bilde mir ein, dass ich irgendwie ein... Gibt es Rekrutierungsmaterial? Ja, sag mir nochmal, was ich tun soll. Oh, klar, sicher. Bring mir Datenscans von geeigneten Planeten. Oh nein. Oh nein, das war das. Ja, ich glaube, das werde ich. Ja, das ist. Deswegen liebe ich. Ja, das werde ich vielleicht lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ich einen Drink sprintieren? Hier, bitteschön. Ach, hör doch auf. Obwohl, ich arbeite ja immer. Ja. Danke trotzdem. Das ist lieb von dir. Ist an der Bar und trinkt nichts? Okay. Ich bin auch dran an den Planetendaten, die du haben willst. Wer seit Jahren wartet, kann sicher noch ein paar Monate länger warten, oder? Mhm. Gibt's denn Rekrutierungsmaterial? Oh je, hab ich ganz vergessen. Natürlich. Wir haben eine tolle Broschüre mit dem Titel Top of the List. Die erwiesenermaßen in 90% der Fälle funktioniert. Ach, naja. Aber ich fürchte, die Druckkosten dafür muss ich dir abknöpfen. Doch deine Provision wird dich das sofort vergessen lassen. Hab ich gemerkt, ja. Hier. Oh ja, bitte sehr. Oh, warte mal, wir haben ja Scan-Daten. Ich habe Daten zu einem Planeten, der dich interessieren könnte. Guck mal hier. Ich habe Daten zu einem Planeten, der dich interessiert. Aber ich habe doch Daten. Bis dann. Ja, Bürgermeister. Oh, hallo. Ist schon okay. Aber er hat oft ich habe Daten. Rosa, rote Brille auf. Pass auf dich auf. Ja, okay. Kate? Hä? Howdy. Was ist mit Kate Foley? Ich kann die Quest nicht abschließen. Wie soll ich denn... Ist das ein Bug? Was soll ich mit Kate Foley sonst noch anfangen? Wollte mich mal nachts auf dem Heimweg verhaften. Ja, die wird heftig, wenn sie erwachsen ist. Wir müssen klüger sein.
Doch einmal die Klappe. Ich will nur einmal aus der Bar rein, rausgehen, ohne dass du irgendwas zum Besten gibst. Meine Güte. Steh den ganzen Tag vor der Bar und erzählt, wie cool sie ist. So. Guten Tag. Ich sitze hier nur. Ich will nur sitzen. Okay, ich mache nochmal 4 Stunden. Mal gucken, was sie dann macht. Aber sie ist immer beschäftigt? Das heißt, ich kann nie wieder mit ihr reden, oder was? Oder wie? Weil wir können ja die Quest sonst nicht abgeben. Und sie macht ja auch effektiv nichts. Sie steht ja nur rum oder sitzt rum oder bla. Oh nein, bitte nicht. Ein Ökosystem. Halt einmal die Klappe. Entschuldigung. Hallo. Es gibt viele Bars in der Stadt, alle richtig gut. Außer Aggies. Ich. Erst schuften, dann feiern. Das sollte das Freestyle-Motto sein. Ich verstehe es nicht. Okay, warte mal, ich guck mal jetzt nie. Ach so, beobachte, wie Henry Philburns neues Bier ankommt. Henry Philburns neue Charge ist fertig. Ich sollte im Stormroom ihm nachsehen, was die Gäste von meiner Verbesserung. Okay. Der Questmarker ist einfach nur auf ihr. Verstehe. Hey. Lass mich einfach in Ruhe. Hast du in deiner Crew noch Platz? Nee, leider nicht. Tschüss. Und wie ist es? Annie Wilcox wollte mich mal nachts auf dem Heimweg verhaften. Es kommen viele Promis nach Aquila. Man weiß nie, wen man in der Kneipe so alles trifft. Ja, was? Okay, ich warte auf die Lieferung. Aquila ist wirklich das Herz des Freestar Collective. Hallo. Hallo, schön dich zu sehen. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Na klar, ihr blickt ja wohl auf eine lange Geschichte zurück, wa? Oh ja, das kann man so sagen. Das Inn ist seit Generationen im Besitz meiner Familie. Das Stone Root gibt es sogar schon so lange. Es ist älter als Midtown und das will was heißen. Mhm. Den Leuten in Aquila City ist Tradition sehr wichtig. Und als Wirtin hier bin ich ein Teil davon. Das finde ich gut. Ja, dann cool. Ich würde gerne auf die Karte sehen. Wir haben eine große Auswahl. So, zeig mal her. Alles. Bier, Trinkpack. Mit dem Stroh. Ach, puf, papo. Na gut, wir haben glaube ich eh noch 30.000 Liter Milch haben wir noch, ne? Okay, cool. Wann kommt die Lieferung? Jacob Coe, zurück aus dem Ruhestand. Jacob, ich weiß, dass du raus bist, aber wir könnten wirklich Hilfe gebrauchen. Die OC werden immer dreister und du hattest immer ein gutes Händchen dafür, mit ihnen zu verhandeln oder zur Not gegen sie, damit das Collective weiterhin die Nase vorn hatte. Ich will dich gar nicht bitten, wieder aus dem Ruhestand zu kommen, aber wenn du Teilzeit oder als Berater arbeiten würdest, könnten wir uns sicher auf eine faire Bezahlung einigen. Ich brauche dringend deine Hilfe, alter Freund. Selbst wenn ich dir ein Bier im Stone Root ausgeben muss, um ein paar Ideen zu holen. Danke, Cartwright. Cartwright. Ja, wir beobachten, wie das Bier ankommt. Das machen wir jetzt. Ist schon ganz gut. Sehr, sehr, sehr gut, wie das Bier ankommt. Ja, das ist sehr gut. So viel ankommendes Bier. Ja, das ist wohl eher, das ist wohl nicht da. Wir tun die Leute im Stretchlight. Ich spende immer mal wieder ein paar Credits. Wow, was für ein Klo. Klo einfach schöner als mein Leben. So, warte mal hier. Schön, dass du da bist. Ja, aber ich stelle fest, hier passiert nichts, ne? Also hier, Es gibt viele Bars in der Stadt, alle richtig gut. Außer Aggies. Okay, ich bin ehrlich, ich würde vielleicht mal ganz kurz eben pausieren und gucken, ob ich irgendwas falsch mache. Wie heißt die Quest nochmal? Bier her. Ist fertig gebraut. Ich sollte im Stone Root Inn nachsehen, was die Gäste von meinen Verbesserungen halten. Aber da ist nichts passiert. Ich bin gleich wieder da. Ich musste mal ganz kurz eruieren. Sekunde. So, okay. Soll ein Bug sein. Ich speichere mal gerade. Ich weiß nicht genau. Also eigentlich müssten die beiden jetzt hier reden. Tun sie aber nicht. Oh.
Wie stecke ich die Waffe nochmal weg? Barrett ist nicht länger dein aktiver Begleiter. Okay, warte, ich lade nochmal schnell. Ja, scheiß auf Barrett. Aber das soll zumindest... Wie stecke ich die Waffe nochmal weg? Das muss ich gerade nochmal kurz gucken. Warte mal, ich mache hier ganz kurz noch in die Einstellung. Ich soll danach direkt die Waffe wegstecken. Tastenbelegung. Mit R aber länger gedrückt halten wahrscheinlich, ne? Okay, sehr gut. Das war... Du musst mal Phil bei uns Bier probieren. Hey. Ich muss mit dir reden. Also hör auf, mir aus dem Weg zu gehen. Halt die Klappe, Bär. Termine ab. So. Hey. Kate, warte mal. Jetzt. Jetzt scheint's zu gehen. Und? Wie ist Henrys neue Charge angekommen? Tja, Henry hat uns überrascht. Sam hat ein Bier geäxt und war sofort absolut Knülle. Hm. Und Gladys wollte eine ganze Kiste mit nach Hause nehmen. Also, ist es gut? Ich habe es probiert und es ist... stark. Richtig stark. Aber gut. Schreiben wir es auf die Tafel. Ich besorge uns noch mehr. Aber ich frage Henry, wie viel Prozent es hat. Das Inn ist seit Generationen im Familienbesitz. Oh. Es ist die Quest ist abgebrochen. Wir haben das Bier gut gemacht. Wir haben das. Schuften, okay. Dann feiern. Das sollte das Freestar-Motto sein. Hey, Kate. Wenn du ein Zimmer brauchst, rede mit Eloise. Ich bin für, naja, alles andere zuständig. Ich glaube, wir haben das Bier zu gut gemacht. Jetzt ist die Quest abgebrochen, glaube ich. Kann das sein? Warte mal, ich mache mal ganz kurz hier. Verwickelt. Wo ist denn hier Bier her? Ist das hier alles? Hier, Bier her. Ja, ist einfach weg. Wurde einfach abgebrochen. Der Alkoholgehalt in Henry Philbins neue Charge Bier hat es beliebter gemacht als je zuvor. Sarah wollte mich bezahlen, wenn ich das verhindere, also kann ich mir den Lohn abschreiben. Jo, die Quest ist abgebrochen. Okay. Okay, okay. Hallo? Ja, hier. Na gut, aber sie ist weg. Und ich bin ehrlich, ich bin eigentlich ganz happy darüber. Verzeihung? Hallo. So, und ich finde sie wahrscheinlich auch nicht mehr wieder, ne? Gut, Barrett ist jetzt ein bisschen pisst. Ich hätte ihn draußen stehen lassen sollen. Aber wir wechseln ihn ja eh wieder aus. Der wird sich schon beruhigen. Ich glaube. Ne? Und wir mussten ja, sonst wäre die Quest einfach buggt gewesen. Durch meine Arbeit kann man Akila vielleicht einmal weiter besiedeln. Ach so, der ist abgehauen einfach, ne? Der ist ja nicht mehr unser aktiver Begleiter. Der ist einfach abgehauen. Oh, naja. Scheiß auf den. Nach all dem, was wir für ihn getan haben, vertraut er uns nicht mal, dass das Sinn und Zweck hatte, was wir gerade gemacht haben. Im Privatsektor. Der hätte uns einfach fragen können, warum hast du das gemacht? Zumindest mal das. Aber nee, der hat uns sofort stehen lassen. Also ganz ehrlich, wer so eine Freunde hat, scheiß auf Barrett. Ganz ehrlich. Hi, wie geht's? Ganz fragwürdiger Charakter, wenn ich so drüber nachdenke. Es ist nicht leicht, das Unterhaus zu leiten. Mhm. Aber sieht cool aus hier, ne? Ding, diddle, ding, 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 diddle, ding, 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 ding. Okay. Ich könnte Liv ewig beim Spielen zusehen. Oh, okay. Ich kriege, wenn mich noch einmal jemand UC Frischling nennt, dann hau ich ihm voll aufs Auge. Ja, alles wie immer hier. Okay. Ich weiß leider nicht mehr, wo die Dame wohnt, die uns den Auftrag gegeben hatte. Ich weiß nicht mal, wo die war. Ich hab keine Ahnung. So. Boah, Barrett regt mich gerade auf. Bin ich ganz ehrlich. Der hätte uns schon, ne? Also der hätte uns schon ein bisschen vertrauen sollen. Wie nennt man das nochmal? Oder zumindest mal fragen, bevor er abhaut. Weiß nicht. Naja, aber ich glaube, es sind alle Begleiter hier. Sind alle nur an ihrem eigenen Scheiß interessiert und lassen dich sofort fallen, sobald auch nur irgendwas ist. War bei Sarah ja genauso. So ist das leider. So, okay, na gut, dann hinter den Kulissen. Ach, das war analysiere einen bewohnbaren Planeten, das konnte man gerade gar nicht abgeben, okay.
Trockendock-Probleme, da soll man Kupfer liefern, entkommen, da soll man Kartoffeln liefern, ein Licht in der Dunkelheit, Berichte, okay, da müssen wir wieder zurück. Ob wir noch mehr Stories haben, weiß ich nicht, es wird langsam ein bisschen eng. Okay, dann würde ich mal schnell zurück nach Aquila City, hätten wir gleich in einem Abwasch machen können, aber dann haben wir es zumindest abgegeben, so. Okay, Jemisen, die Loge, hier, da müssen wir hin. Bupp. Auch Geschäftsdistrikt. Hätten wir beides gleich machen können. Ärgerlich. Naja, stattdessen haben wir die Bank überfallen. Auch gut. War ja auch mal ein schönes Experiment. Oh, die beiden sehen so lebendig aus. Was ist denn da los? Schon mal Spacer begegnet? Ja, ja klar. Was für eine Frage, hä? Hä? Ort entdeckt? Was? Starfield? Ich war hier schon 30.000 Mal? Ort entdeckt. Was? Um Gottes Willen. Okay, hey. Du hast eine neue Story für mich? Aber ja. Meine Quelle ist zurück. Gibt es was zu berichten? Ja, die SCO wurde ausgeraubt. Ich habe schon eine Ex-Piratin über den Überfall befragt. Aber sie war so verlässlich wie die Kaffeemaschine hier. Hm. Du warst also während der Sache an Bord? Was hast du da gemacht? Oh, das ist, ich sollte was ausliefern zur falschen Zeit. Der Überfall geht auf meine Kappe. Lul. Ist nicht wirklich von Belang, aber ich war dort. Ah, okay. Okay, ich bin neugierig. Der Überfall geht auf meine Kappe. Oh Mann. Ich verrate nichts, was du mir als Quelle verrätst. Doch meine journalistische Integrität hat Grenzen. Aber man sagt, dass der Captain das verdient hätte. Erzähl mir bitte mehr über Captain Petrov. Er ist wohl recht exzentrisch. Was war dein Eindruck von ihm? Petrov war ein Hort, hat alles gesammelt, was seltsam oder ungewöhnlich war. Er hatte mehr Credits als Verstand, er war total eingebildet. Er war ein echter Charakterkopf, ich habe ihn gemocht. Scharlatane und Betrüger profitieren davon, dass man sie mag. Ja, true. Niemand weiß, was gestohlen wurde, aber alle sind sich sicher, dass es wertvoll war. Mhm. Kannst du das Ganze aufklären? Es war ein ungewöhnliches Artefakt, das auf irgendeinem Planeten ausgegraben worden war. Eine riesige Giraffenstatue aus Gold. Oh Gott, das ist schon so lange her. Was haben wir denn da gestohlen? War es die Giraffenstatue aus Gold? Ja, klar. Im Ernst. Was wurde gestohlen? Mist. Ja. Ah ja, ja doch. Ja, ungelogen. Das Statue war riesig, hatte Smaragdaugen. Echt verrücktes Ding. Aber das war doch so, ne? Das war das doch. Echt verrücktes Ding. Ich, was es nicht alles gibt. War das nicht so? Letzte Frage. Über einen, ich zitiere, durchgedrehten Zoo. Ja. Die andere Quelle schwört, dass Alien-Kreaturen aus ihren Käfigen ausgebrochen und durchgedreht seien. Bitte, bitte, bitte sag mir, dass das stimmt. Das muss doch irgendeine Aurora-Halluzination gewesen sein. Nein, das ist richtig. Okay, das stimmt zu 100%. Warum möchtest du, dass die Geschichte wahr ist? Abgesehen von den Quoten? Ich will einfach in einer Galaxie leben, in der exzentrische Millionäre durchgedrehte Zoos haben. Okay, aber das stimmt auch. Aber sag es mir einfach. Der Zoo. Fakt oder Fiktion? Das stimmt zu 100%. Manchmal lohnt sich das Aufstehen wirklich. Fantastisch. Das ist einfach eine echt gute Geschichte. Check später die Nachrichten. Das mache ich gerne. Und hier ist dein Geld. Dankeschön. Cool. So, gibt's noch mehr Stories für die? Die Quest ist offenbar immer noch offen, also scheint es auch noch was zu geben. Wir checken später die Nachrichten. Ich soll nicht mit Fremdlingen reden. Ich habe dich gar nicht angequatscht. Lass mich in Ruhe. Komische Einstellung. Quatsch Fremdlinge an und sagt, ich soll nicht mit denen reden. Das ist irgendwie weird. So, haben wir irgendwo Radiostationen, aber die kriegen wir schon noch. Neulich hatte jemand Stromprobleme. Achso. Okay. Finde Stories für, ja, das wird schwierig. Das hier vielleicht noch, die Bank sprengen, aber Aktivitäten haben wir auch noch. Sprich mit Barrett. Suche auf dem Mars nach dem Opportunity Rover. Das mache ich gerne. Da müssen wir mal kurz rüber ins Sol-System. So, The Mars.
Den haben wir schon erkundet. Wieso soll ich nochmal suchen? Habe ich irgendwas nicht gemacht? Wir gucken mal. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch abklappern. Wir versuchen unser Questlog so klein wie möglich zu kriegen. Und dann schauen wir mal. So, cool. Schneekugel. Das war's. Die hätte ich mitnehmen sollen. Die Schneekugel, okay. Das ist der große Unterschied. Ohne Schneekugel geht es einfach nicht. Oh, irgendwie cool hier. Ich bin ganz ehrlich, sollte jemals auf dem Mars irgendwelche Wohndistrikte, keine Ahnung, irgendwelche Kolonien entstehen oder sonst irgendwas, kein Plan. Ich würde hier auf keinen... furchtbar. Ich würde da auf keinen Fall wohnen wollen. Also vielleicht, wenn da irgendwann mal terraformt wird oder ne, falls hier irgendwas wächst in diesem ewig roten Sand, wenn da irgendwas wächst, Natur oder so, dann eines Tages, falls es möglich sein sollte, aber einfach nur in irgendwelchen Wohndistrikten und draußen ist einfach nur diese endlose rote Ödnis, das wird mich fertig machen, glaube ich, auf Dauer. Ist vielleicht für eine Woche ganz cool, aber ich glaube, ab nach 2 Wochen, da fängt schon die Downkurve an. Weiß ich nicht, ob das so cool ist. Dann noch. Warte, ich guck mal kurz, was haben wir denn hier Schönes? Ein Kraterlöchlein. Cool. Wir düsen aber gleich wieder nach Hause, ne? Glaube ich, egal. Komm. Scheiß drauf. Bubbidi-bub. So. Hier ist eh nichts drin. Sieht nur ganz cool aus. Und das war's auch schon. Alles wie immer. Okay. Sieht wirklich cool aus. Dann. Das haben wir gemacht. Sprich mit Barrett, sprich mit Walter. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer Walter war. Ich hab gar keine Ahnung. Ich wünschte, das wäre nach Planeten sortiert inzwischen. Dass man wüsste, auf welchem Planet man schnell ein paar Sachen machen kann und nicht dauernd nur hin und her fliegen. Wo ist denn Walter? Sprich mit Walter, aber wer ist denn... Ach, unser Dingens Walter. Oder? Da kann ich auch mit Barrett sprechen. Habe ich auch gar keinen Bock drauf. Hieß der nicht auch Walter, der bei der Loge? Die Loge. Ich guck mal kurz. Sprich mit Barrett? Nee, Walter ist da nicht. Sprich mit Commander Tuala, den Vanguard beizutreten. Das können wir vielleicht noch machen. Das könnten wir vielleicht noch machen, den Vanguard beitreten. Das läuft irgendwie parallel zu allem anderen, was wir gerade machen. Da könnte uns noch eine Questreihe erwarten. Wir sind ja noch nicht ganz durch, ne? So, muss gleich mal gucken, wo wir hin müssen. Aber erstmal... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mitten in der Killer City wurde die Gelbank... Achso, die Showbahn ausgeraubt. Okay. Wir sehen uns nächste Folge wieder und dann gucken wir mal, was wir noch an offenen Enden haben und ob sich Barry wieder beruhigt, wobei mir das egal ist. Ja, wir sehen uns nächste Folge. Irgendwas wird schon passieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.